die 8 Übungen von Professor Hu Xiaofei, die sammelnde Bewegung am Anfang, die Hände auf Nasenhöhe, die Fingerspitzen, und wir sammeln uns im Unterbauch, im Körper und beginnen mit der Abfolge. Der magische, freundliche grüne Drache erhebt sich. Spiegelmäßig folgen, Blick über die linke Schulter und rechte Hand nach oben, linke nach unten, Blick über die rechte Schulter in die leichte Dehnung lösen und nochmal beide Arme nach oben, Blick in den Himmel. Und Gewichtsverlagerung zurück ins rechte Bein und nach rechts öffnen. Recken und strecken, großziehen, öffnen, Finger einrollen, Kleinbeine beugen. Dann die rechte Hand nach oben bohrend, linke nach unten in die Wringung und wieder lösen, Finger einrollen. Leichtes Hinsetzen, Ellenbogen zueinander. Und nochmal die rechte Hand nach oben, über die linke Schulter schauen. Und wieder klein lösen. Und nochmal beide Arme nach oben. Dann Hände zu den Seiten. Linken Fuß wieder heran und in den Stand. Nach links öffnen. Und der Schmetterling flattert mit den Flügeln, Ellenbogen nach vorne, oben und zurück. Beine beugen und Beine längen. Öffnen, bewegen vom Schultergürtel. Atemraum öffnen. Dann die Hände lösen, kreuzen, Gewichtsverlagerung und in den Stand zurück. Zur anderen Seite, nach rechts öffnen, Arme nach vorne, Finger einrollen, Fingerspitzen zu den Schultern und die Ellenbogen gehen über hinten nach oben und über vorne nach unten. Den Atemraum öffnen. Beine beugen und Beine längen. Dann die Ellenbogen nach unten, Hände, Handgelenke kreuzen, Aufziehen der Arme, Fuß heran in den Stand und das magische, freundliche Einhorn bewegt die Wellen. Massage über den Rücken nach unten bis zum Steißbein. Arme nach vorne, Finger wieder einrollen. Ellenbogen nach oben, Hände streichen nach unten mit dem Tigermaul. Und öffnen nach rechts. Rotation der Arme, Finger einrollen. Massage über den Rücken. Gewichtsverlagerung. Massage von Tientu bis Dantien. Noch einmal zu beiden Seiten, Wringung lösen, Finger einrollen, herabmassieren bis zum Steißbein. Die ganze Zeit wringende Bewegungen, hier eine Massage. Und noch einmal Blick und Schritt. Und hinsetzen, Beine beugen, Gewichtsverlagerung, tief bleiben und jetzt die Beine wieder längen. Beide Hände zu Fäusten an die Hüften und das magische Reh dehnt sich nach links ausgerichtet bleiben,
linke Hand auf die Hüfte, rechte Hand nach oben, über die Lenkung in die Seitbeuge, wieder zurück. Arm geht zur Seite nach unten und die linke Hand nach rechts in die Wringung. Jetzt Blick bleibt auf der rechten Hand, rechte Hand zur Hüfte, über die Lenkung in die Seitbeuge. Blick gerne nach vorne dabei, Arm über die Seite nach unten und nochmal in die Wringung hineinziehen und Halswirbelsäule in der Wringung, Blick dann nach vorne über die Lenkung, öffnend über oben zur Seite wieder zurück. Arm geht über die Seite nach unten, beide Finger eingerollt, Hände eingerollt und in die Wringung hinein und wieder lösen ohne Stopp. Und öffnen und groß in die Seitbeuge, Arm über die Seite und lösen. Die flinke Katze. Fäuste, Körper eindrehen, dann den Fuß wieder nach vorne drehen, Arme über die Seiten, Arme über die Horizontale, Fuß heran in den Stand. Nach rechts öffnen, Arme bis auf Schulterhöhe, Hände zu Fäusten, linke Hand an die Hüfte, rechte nach hinten, Körper dreht nach vorne, Ausfallschritte zur Seite und Fuß heran. Der weiße Tiger kommt aus der Höhle, Körperwelle öffnen und groß und dann den linken Fuß nach vorne setzen, in die Vorbeuge, Hände zum Knie und aufrichten, Arme zu den Seiten, wieder in den Stand. Und nochmal, Arme drehen nach hinten, Daumen drehen nach hinten, rechten Fuß nach vorne setzen und in die Vorbeuge. Aufrichten, schöpfend, Arme nach außen in den Stand. Das gleiche nochmal. Öffnen. Und Gewicht zurück. Und wer möchte, kann die Hände auch weiter nach vorne bringen, bis zum Fuß, so weit wie ihr möchtet. Und wieder in den Stand. Beide Füße immer wieder ausrichten nach vorne. Nochmal. Öffnen, einen Fuß aufdrehen, anderen Fuß nach vorne setzen, Rumpfvorbeuge, Gewicht zieht leicht nach hinten, auch wenn die Hände nach vorne gehen. Wieder in den Stand und der Kranich massiert seine Knie in die Hocke und wieder aufstehen. Die Hände reiben dabei über die Kniescheiben, Arme etwas zum Körper und die Ellenbogen über außen leicht nach vorne und wieder in den Stand. Beine gelenkt und Beine beugen, Knie dabei leicht zusammenhalten, aufrichten und die magische Schildkröte sammelt Chi ein, auf die Zehenspitzen steigen und absenken. Auf die Zehenspitzen steigen und über die Mittellinie absenken der Hände und noch einmal groß und wieder lösen. Das Chi einsammeln über die Seiten und zum Unterbauch führen. Handflächen nach hinten, Arm rotieren, Handflächen zueinander. Chi zum Dantien-Unterbauch. Einsammelnde, zentrierende Bewegung. Noch einmal. Und dann die Hände aufeinander legen. Laogong auf Laogong auf
Dantien, gesammelt im Unterbauch.